Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist mal wieder soweit. Ich habe meine Glossy Box, meine My Little Box und meine Foodist Box bekommen. Foodist Box dadurch, dass ich es einfach zu spät abbestellt habe. Jetzt habe ich die von diesem Monat noch bekommen. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mit der Unboxing-Woche an. Heute fange ich mit der Glossy Box an. Nächsten Mittwoch kommt dann die My Little Box. Und nächsten Sonntag dann die Foodist Box. Entschuldigt meine nassen Haare, aber ich war gerade noch duschen. So, also zuerst, ich habe die Box schon aus der Schachtel rausgenommen. Und zuerst fiel mir entgegen eine Zalando-Zeitschrift. Brauche ich jetzt nicht, ich kaufe nicht bei Zalando ein. Und von Mockberg Geschenkgutschein für Mockberg, 50 Euro. Keine Ahnung, was das ist, muss ich mal schauen. So, dann gehen wir einfach mal zur Glossy Box. Ich mache es wie immer, ich schaue ins Heft rein, suche mir was aus, was ich am liebsten drin hätte und dann einfach mal schauen, was drin ist. Immer die übliche Schleife, die übliche Aufmachung, total schön. Ach ja, dieses Mal ist es wieder die normale rosane Box, aber stört mich jetzt nicht, die kann ich gut zur Aufbewahrung verwenden. Und dann die My Little Box, die eben unterschiedliche Motive hat, würde ich gerne so in den Schrank stellen und zum Anschauen halt, zum Dekorieren. Machen wir diese mal auf. Okay, da ist jetzt gleich wieder ein Gutschein. 30% Gutschein auf diese Masken. Die habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert bzw. verwendet. Werde ich aber machen, werde dann ein Vergleichsvideo zwischen 5 Masken hochladen. Wird aber noch etwas dauern, weil es doch etwas zeitaufwendig ist und ich leider nicht so oft dazu komme, mir eine Maske drauf zu machen. So, also das ist das Glossy Heft. Das Thema ist Frühlingserwachen, also es ist ein sehr schönes Thema, weil es eben jetzt schöner wird. Jetzt gerade sieht es draußen leider nicht so schön aus, die Sonne ist nicht herausgekommen heute, jedenfalls nicht viel. Aber das ist immer so, wenn man frei hat, dann kommt die Sonne nicht raus, dann regnet es. Aber davor war es wunderschön, wunderschönes Wetter. So, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal rein. Okay, und auf der ersten Seite kommt diesmal gleich das erste Produkt. Normalerweise sind immer ein paar Bemerkungen zu Anfang da. Und zwar handelt es sich hier um das Merci Handy Handreinigungsgel. Und es gibt es in den Geruchsrichtungen Cherry Cherry, Flower Power, Oh My Lemon und Black Vanilla. Also sie reinigen und pflegen die Hände unterwegs und sind auch noch feuchtigkeitsspendend und haben blaue Perlen drin für ein bisschen Peeling und trocknen aber die Hände nicht aus. Es ist einfach für unterwegs, wenn man jetzt irgendwo ist, wo man seine Hände am liebsten kurz reinigen würde, kann man das auf jeden Fall verwenden. Finde ich gut, vor allem wenn man jetzt unterwegs ist und auf irgendwelche öffentlichen Toiletten gehen muss, dass man das einfach dabei hat und zum Handyreinigen verwenden kann. Finde ich jetzt nicht schlecht. Da das nächste, das drin ist, wird auf jeden Fall in der Glossy Box drin sein. Das ist das einzige Produkt, das ich schon weiß, weil ich da eine E-Mail bekommen habe und ich war leider zu neugierig und konnte es natürlich nicht lassen reinzusehen. Und zwar handelt es sich hier um die Beautifying Touch Mattifying Prime Base von Icona Milano. Also das ist einfach ein Primer und ich habe mir vor kurzem den P2 Primer gekauft mit Anti-Redness Effekt, weil ich noch keinen Primer hatte und mir dachte, ich probiere jetzt mal einen aus. Und ich glaube, einen Tag danach habe ich dann die E-Mail bekommen mit der Information, dass eben dieses Produkt in der Glossy Box auf jeden Fall drin ist. Also hätte ich mir den Primer von P2 sparen können. Minimiert Poren und feine Linien optisch, gleicht den Hautton aus und bereitet deinen Teint auf das perfekte Make-up-Finish vor. Ja, denkt euch nicht, dass ich da so orange bin. Heute ist mir leider etwas zu viel Contouring-Produkt auf die Wangen geraten, deswegen, ja. Dann weiter, das nächste Produkt, das ich da drin befinde, ist von Ghoul. Ein Langzeitvolumen gebe die Pflege Sprühkur. Genau, und ja, das ist einfach eine Sprühkur, die Volumen geben soll und einfach die Haare geschmeidig machen soll, bis in die Spitzen. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe schon sehr viel Volumen in den Haaren und ich habe bis jetzt kein Produkt gefunden, das meine Haare wirklich weich macht. Das bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, würde ich ja auch so im Handel bekommen. Das würde ich jetzt nicht in meiner Glossy Box haben wollen. So, dann das nächste Produkt ist von Miss Lip Pop It Up Lipstick. Genau, und das ist in den schönen Farben, ich weiß nicht, ich glaube das ist Orange, Rot und Pink. Also über einen von denen würde ich mich schon freuen, auf jeden Fall. Dann das nächste Produkt ist von Gosh Kopenhagen, ein Mono-Eyeshadow.
Finde ich auch sehr interessant, würde mich auf jeden Fall auch freuen. Dann das nächste von John Frieda, Frizz Ease Wunder Reparatur Shampoo. Genau, das soll einfach den Frizz, wie nennt man das noch, die kaputten Spitzen einfach irgendwie ein bisschen stärken und wieder schöner machen. Beziehungsweise wieder reparieren. Bräuchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich habe noch drüben was für die Spitzen, eine Spitzenkur und deswegen bräuchte ich das jetzt nicht. Dann haben wir als nächstes von N6 Beauty Experience ein Color Studio Super Gloss. Das ist ein Lipgloss, das bis zu 6 Stunden die Lippenhaut eben feucht halten soll und soll eben eine ultra leuchtende Farbe haben. Das finde ich sehr interessant, auch das Packaging. Ich weiß nicht, ob ihr es sehr gut seht. Sieht sehr interessant aus, also darüber würde ich mich auf jeden Fall freuen. Dann als nächstes haben wir von La Roche-Posay Lippy Car Lotion, keine Ahnung was das heißt. Genau, und das soll einfach die Haut 48 Stunden lang feucht halten. Brauche ich jetzt auch nicht. Ich hatte in meiner letzten Glossbox etwas für die Hautfeuchtigkeit, eine Hautcreme. Deswegen bräuchte ich das jetzt nicht unbedingt. Dann als nächstes auch wieder von La Roche-Posay Micellenreinigungsfluid Ultra. Also es ist einfach ein Micellenreinigungswasser. Bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, würde mich aber auch nicht stören, wenn es jetzt in meiner Glossbox drin wäre. Micellenwasser kann man immer brauchen, finde ich, und deswegen, ja. Das nächste Produkt ist von Aldo Vandini Tender Body Mousse. Also es ist eine Body Mousse. So, hier steht dort, es soll wie eine Body Butter sein und eben einfach die Haut pflegen. Bräuchte ich jetzt auch nicht unbedingt, ich habe jetzt genug Body Butters und Creme Lotions und was weiß ich, deswegen bitte nicht. Als nächstes haben wir von Sleek Makeup Power Plumper Crayon Berry Burst und Notorious Nude Lippenkonturstifte. Also finde ich sehr interessant. Wie ihr wisst, habe ich schon einige Sleek Produkte und den würde ich auf jeden Fall drin haben wollen. Der eine sieht sogar aus, als würde er zu meinem matten Lipgloss passen. Deswegen wäre ich da auf jeden Fall nicht abgeneigt von so einem Sleek Konturstift. Auch wenn ich den jetzt bei mir bekommen würde, würde ich mich darüber freuen. Als nächstes haben wir von Now Bay Calming Face Toner. Das sieht sehr interessant aus, hat einen Holzdeckel. Genau, reinigt, tonisiert und beruhigt die Haut mit Extrakten aus Kamille und Tigergras. Ja, okay, es ist wieder einfach zur Gesichtspflege. Würde ich jetzt auch nicht drin haben wollen, beziehungsweise müsste ich nicht drin haben. Ja. Dann als nächstes haben wir den Duo Kajal. Lidschattenstift Tag von Puro Bio und da haben wir einfach einen Duo-Stift, den man als Kajal und als Lidschatten verwenden kann. Ah ja, also man hat eine feine Spitze für den Kajal und die zweite Spitze ist dann für den Lidschatten. Also das hier unten soll dann der Kajal sein, der ist etwas dunkler und gold und das obere, das dickere soll eben der Lidschatten sein und der ist eher so ein bisschen orange-gold. Bräuchte ich jetzt auch nicht, ich weiß nicht, mir gefällt die Farbe einfach nicht so. Dann als nächstes hätten wir von Betty Barclay Fragrances eine Pure Pastel Mintcreme Dusche. Also die würde mich schon interessieren, ich habe von Betty Barclay schon ein Parfüm und finde das sehr gut, also kann ich mir vorstellen, dass das auch relativ gut riechen wird. Und würde ich jetzt schon in meiner Glossybox haben wollen. Als nächstes hätten wir von City Color eine Konturpalette. Finde ich sehr interessant, würde ich auch drin haben wollen. Also dieses Mal sind echt schöne Sachen drin, muss ich sagen. Ich stehe einfach auf dekorative Kosmetik. Würde mir auf jeden Fall zusagen. Dann als nächstes haben wir von Calusan Natürliche Fußcreme Sanft. Ja, okay. Fußcreme brauche ich jetzt nicht wirklich. Ja, es spendet Feuchtigkeit und sorgt eben für Geschmeidigkeit mit Olivenöl, Vitaminen und Mineralstoffen. Meine Füße sind jetzt nicht wunderschön, aber jetzt auch nicht super hässlich. Also meine Füße pflege ich selten. Das Einzige, was ich mache, ich lackiere mir die Nägel an den Füßen, aber so wirklich sonst pflegen tue ich für mich deswegen. Als nächstes haben wir von La Dival Schutz und Bräune Plus Sonnenschutzcreme für das Gesicht mit Lichtschutzfaktor 30. Schutzbräune plus Sonnenschutzspray mit Lichtschutzfaktor 50 plus. Also ich meine, Sonnencreme kann man natürlich immer brauchen, würde ich auf jeden Fall verwenden. Aber Sonnencreme kann ich halt auch so kaufen und deswegen würde ich das nicht drin haben wollen. Und wäre jetzt aber nicht schlimm, wenn es drin wäre, weil ich weiß, dass ich es auf jeden Fall verwenden werde. Als nächstes haben wir wieder von La Dival trockene Haut Sonnenschutzmilch, Lichtschutzfaktor 30 und 50 plus. Also auch wieder eine Sonnencreme,
weiß jetzt nicht, was da der Unterschied ist. Das eine ist, glaube ich, zum Sprühen mit Tosulin, aber sonst sehe ich da jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Als nächstes hatten wir etwas, das ich schon in meiner Glossybox hatte, deswegen will ich es nicht nochmal drin haben. Und zwar vom Blendermate 3D White 2 Phasen Perfection Whitening Pack. Ja, das war in meiner Februar Glossybox, glaube ich, drin, wenn ich mich nicht alles täusche. Bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall war es in einer Glossybox drin. Und deswegen würde ich das nicht haben. So, dann kommen, glaube ich, die letzten drei Produkte, genau. Letzten vier Produkte, Entschuldigung. Und zwar einmal von Santé Naturkosmetik. Duschgel Grenadine Spirit. Ja, ist einfach ein Duschgel, das bräuchte ich jetzt auch nicht. Dann als nächstes von Bibi bei Bettina Barty. Ein Bath and Shower Gel. Body Lotion Be Yourself Collection. Also das sieht einmal sehr cool aus. Da gibt es anscheinend Dusch- und Body-Shower-Gels, die auch ein Einhorn oben haben. Also das würde mich schon freuen. Ich bin ja auch so ein Einhorn-Fanatiker, auch wenn es jetzt langsam wieder nicht mehr so gehypt wird und manche schon ein bisschen nervt, würde ich mich schon drüber freuen. Und es soll eben Feuchtigkeit spenden, wie jede Body-Lotion. Ach, es gibt ein Shower-Gel und eine Body-Lotion. Also wenn, dann würde ich das Shower-Gel haben wollen, weil ich jetzt so viele Body-Lotions habe, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich die aufbrauchen soll. Deswegen, wenn, dann das Shower-Gel. Und als nächstes haben wir von Nutrakis den Lip Plumper. Sage ich jetzt nichts mehr dazu, den hatte ich schon in der Glossybox. Will ich natürlich nicht nochmal drin haben. Und als letztes von Hey Honey Good Morning Honey Silk Facial Serum. Ein Gesichtsserum. Das wäre jetzt nicht so schlimm, wenn es drin wäre. Würde ich jetzt aber mir selber nicht aussuchen. Aber Gesichtsserum habe ich jetzt nicht wirklich viele. Und würde ich auf jeden Fall verwenden. So, dann schaue ich nochmal durch, was ich mir aussuchen würde. Auf jeden Fall würde ich mir eins dieser Gele aussuchen. Das gefällt mir auf jeden Fall für unterwegs. Dann als nächstes natürlich den Primer. Ich weiß ja, dass er schon drin ist, also nehme ich auf jeden Fall den Primer und den hätte ich auch brauchen können. Weil wie gesagt, ich habe noch keinen. Ach, ich habe eine Seite überziehen. Es gibt noch von Dermarolla eine Mask. Das ist eine Gesichtsmaske für trockene Haut. Dr. Scheller Natural und Effective Arganöl Antifalten-Gesichtsöl. Ja, Antifalten brauche ich nicht, deswegen will ich das auch nicht drin haben. Und SPT Cell in Identical Care, das Perfect Cell Life Peeling Powder. Also Peeling Powder, das ist ja interessant. Okay, also man tut sich das Puder ein bisschen auf die Hand und gibt einen Tropfen Wasser dazu und dann soll sich das aufschäumen. Also das hört sich sehr interessant an, würde mich jetzt nicht stören, wenn das drin ist, aber selbst würde ich es mir wieder nicht aussuchen. So, also nochmal, ich nehme das Gel auf jeden Fall, den Primer. Dann würde ich auf jeden Fall drin haben wollen von Gosh so einen wunderschönen Mono-Eyeshadow, weil die Farben sind ja mal total schön. Und von Sleek auf jeden Fall so einen Lippenkonturstift und ja, so ein Duschgel. Das würde mir auf jeden Fall gefallen. Vielleicht bei deinem Einhorn. Ja, natürlich. Das war jetzt alles, was ich in der Glossybox befinden könnte. Und jetzt würde ich sagen, schaue ich einfach mal rein. Beziehungsweise ich fasse einfach rein, ohne reinzusehen. Das erste Produkt ist relativ klein und aus Plastik. Und zwar handelt es sich um das SPD Peeling Powder. Ja, habe ich ja gesagt, hätte ich jetzt nicht drin haben müssen, aber würde ich auf jeden Fall verwenden. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das funktioniert. Also bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Da sind 7 Gramm drin. Mal schauen, wie lange es hält. Und das Peeling Powder, 7 Gramm sind da drin. Und normal kostet es 59 Euro für 75 Gramm. Also das ist jetzt eine sehr viel kleinere Packung. Werde ich auf jeden Fall gerne testen. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das funktionieren soll mit dem Peeling. Und da es ja nur ein Puder ist. Aber bin gespannt. So, dann das nächste Produkt, das ich ergreifen kann, ist etwas Längliches in der Schachtel. Okay, von Icona Milano, der Beautifying Touch Primer. Genau, den habe ich ja gesagt, der ist auf jeden Fall drin. Der hört sich ganz schön flüssig an. Jetzt bin ich gespannt. Okay, und der ist auch sehr, sehr flüssig. Ja, okay, ich habe mir jetzt einen Primer irgendwie nicht so flüssig vorgestellt. Eher so cremeartig. Bin auf jeden Fall gespannt, wie das Produkt funktioniert, aber kann es mir jetzt nicht vorstellen, so flüssig, aber bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich auch sehr darüber. Dieses Produkt kostet 24,50 pro 30 ml und da sind auch 30 ml drin. Also es ist eine Originalgröße und kostet stolze 24,50. Okay, dann das nächste Produkt.
Okay, ich erfülle eine Flasche und glaube, weiß, was es sein wird. Das ist keines der Produkte, die ich mir gewünscht habe. Und zwar glaube ich, dass es das von Ghoul ist. Ja. Von Ghoul, das Langzeitvolumen, volumengebende Pflegesprühkur. Hätte ich jetzt nicht gebraucht. Werde ich aber trotzdem verwenden. Es ist ja so, dass meine Haare schon sehr viel Volumen haben. Also eigentlich bräuchte ich das nicht. Ich werde es jetzt probieren und falls es mir nicht passen sollte, werde ich es meiner Schwester geben, weil die hat relativ glattes, plattes Haar. Ja, aber es wird auf jeden Fall einen Abnehmer finden. So, okay, das nächste ist eine eckige kleine Form und ich glaube, es handelt sich hier um das Handgel. Merci Handy Handgel Oh My Lemon. Also das ist einfach das Cleansing Gel mit diesem kleinen blauen Pärchen drin. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Also, ja. Freue ich mich auf jeden Fall sehr darüber und zwar auch über den Zitronengeschmack. Ich werde mal dran riechen. Oh ja. Und vor allem, das riecht jetzt nicht so künstlich nach Zitrone und auch nicht so wie so Zitronenwaschmittel, sondern wirklich sehr gut natürlich nach Zitrone, finde ich. Also es riecht wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also darüber freue ich mich auf jeden Fall sehr. Und das weiß ich noch, den Preis, und zwar kostet das 3 Euro. So ein kleines Gel, 3 Euro, also ich glaube selber würde ich mir das nicht kaufen, weil es ist ja nicht viel drin. Es sind bloß 30 Milliliter. Ja, ist eigentlich nicht mehr als bei dem Primer, aber freuen tue ich mich auf jeden Fall darüber. Und dann kommen wir zum letzten Produkt, und zwar, okay, also das ist jetzt kein Produkt, sondern ein Goodie von Kneipp. Es handelt sich hier um das Cremeöl-Peeling mit Mandelmilch und Mandelöl. Für außergewöhnlich zarte Haut. Das ist ein sanftes Zuckerpeeling und eine nährende Ölcreme. Über ein Goodie freue ich mich natürlich immer sehr und bin auch sehr gespannt. Kneipp hat ja sehr viele gute Sachen. Ich fühle es auch schon ein bisschen, das Peeling. Also das werde ich auf jeden Fall sehr gerne verwenden. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und dann schaue ich jetzt rein, haben wir noch ein Produkt und es ist von Gosh. Ein Mono-Eyeshadow. Oh. Also doch noch was Dekoratives. Beziehungsweise der Primer ist ja auch was Dekoratives, aber jetzt nicht was mit Farbe. Also über den freue ich mich sehr. Ich glaube, das ist sogar mein Lieblingsprodukt, dass diese Glossy Box ist. Also von Gosh habe ich bis jetzt noch gar nichts, muss ich sagen. Ich swatch euch den auf jeden Fall und zwar ist es die Farbe 007 Coral. Und wenn ihr seht, eine wunderschöne, süße Verpackung und muss ich schauen, was ich denn aufbekomme. Okay, da muss man drücken unten. Da steht Gosh, da muss man drücken, dann kriegt man den auf. Ich wollte jetzt das Ganze drum aufmachen. Und das ist ein wirklich wunderschöner, korallfarbener Lidschatten. Also der ist total schön. Und ich finde, der ist jetzt nicht so stark von der Farbe her. Also es ist eine wunderschöne, dezente Farbe, aber trotzdem sehr stark pigmentiert. Also über den freue ich mich wirklich sehr. Und den Preis weiß ich auch noch, kostet 8,99 €. Und das Produkt von Ghoul kostet 5,99 €. Das war jetzt alles, was ich in meiner Glossy Box befand. Sind wieder sehr schöne Produkte. Mein Lieblingsprodukt auf jeden Fall das von Gosh. Dann auf zweiter Stelle das Hand Cleansing Gel. Auf dritter Stelle auf jeden Fall der Primer. Auf vierter Stelle das Peeling, da ich es nicht drin haben hätte wollen. Aber ich würde es auf jeden Fall verwenden. Und als letztes eben das Ghoul, weil es einfach, ich habe es nicht gebraucht. Genau, aber die drei Produkte, über die freue ich mich auf jeden Fall sehr, waren auch auf meinem Wunschzettel drauf und bin ich wirklich sehr froh drüber. Das war dann mein Video für heute über das Unboxing der Glossy Box und die Produkte verlinke ich euch natürlich wieder unten in die Beschreibung, damit ihr sie euch auch anschauen könnt und verlinke euch natürlich den Link zur Glossy Box, falls ihr euch auch mal so eine wunderschöne Box bestellen wollt. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Schaltet am Mittwoch ein, wenn ich die My Little Box unboxe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!